So, willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Und wie man sehen kann, stehen wir zwar an einem Lagerfeuer, aber an einem anderen Lagerfeuer als beim letzten Mal. Ich habe jetzt tatsächlich nicht danach nochmal aufgenommen. Es ist jetzt der nächste Tag. Ich habe da kurzfristig noch was zu erledigen gehabt. Deswegen konnte ich dann leider doch nicht mehr weiter aufnehmen, obwohl ich übel Bock gehabt habe. Aber ja, war da nicht, ist jetzt heute. Und deswegen gehen wir dann heute nach unten und gucken mal, was uns die Stadt da hinten so zu bieten hat. Das Eisenring, oder der Stahlring, wie sie ihn genannt haben. Und ich habe auch schon gesehen, dass hier vorne ein Avocado ist. Guck mal. Will ich ja gerne nehmen, ne? Ja, guck mal. Oh. Guck mal, schön durchgeschossen. Wundervoll. Wundervoll. So. Genau, im letzten Mal haben wir auch die verdorbene Zone hier gemacht. Haben hier unten gegen zwei sehr bissige Sägezähne gekämpft. Das war ziemlich nervenaufreibend und knapp. Aber wir haben es geschafft und hoffen mal, dass wir das heute nicht mehr machen müssen. Dass wir heute nicht mehr so ein Mist hier fabrizieren. Dann haben wir auch beim letzten Mal endlich die Brutstätte das erste Mal gemacht. Beziehungsweise die erste Brutstätte gemacht. Ich sehe auch gerade, dass wir sehr viel im Boden laufen. Dazu müsste da. Ja, okay. Genau, haben das gemacht und haben dadurch neue Maschinen freigeschaltet, die wir jetzt mit unserem Speer hier überbrücken können. Und jetzt gehen wir mal hier vorne hin. Ach stimmt, die Kollegen sind ja auch da. Guck mal, da sind sie wieder. Nummer 1, ich weiß nicht, wo Nummer 2 ist. Vielleicht, wir können mal gucken. Kriegen wir es vielleicht diesmal hin? Wo ist Nummer 2? Hier ist nur einer gerade. Hä, warum waren denn da zwei beim letzten Mal? War das Zufall oder ist das... Ach, das... Ich habe mich schon gewundert. So, genau. Und da vorne wird es jetzt gleich hingehen, in die Stadt. Sieht ein bisschen höher aus. Wir haben das im Panorama hinten gesehen, wie diese aussahen. Also wir haben da vorne ja das Panorama gemacht gehabt. Und haben dann da uns dieses Dings angeguckt. Wie die Stadt vorher aussah. Und dass das da vorne eine Bühne war. Und jetzt gucken wir mal. Schlafen wir mal, beziehungsweise ruhen uns jetzt mal aus am Lagerfeuer. Und dann gucken wir mal, was Sona und Val so zu sagen haben. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen Sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okay, ja. Gucken wir mal, dann müssen wir erstmal hier ein paar Lagerchen klären, bevor wir uns dann zum Metallring maßen. Nicht der Eisenring und nicht der Stahlring, es war der Metallring. Na dran, aber doch daneben. Gucken wir doch einfach mal. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder so ein Ding gehört, ne, dass sie jetzt hier sagt, so von wegen, ja, hier, würdest du nicht auch gerne mal wissen, wie das so war früher, also wie die Alten gelebt haben und, oh. Spannend, das wusste ich auch noch nicht, dass sie da so ein Plappern ist. Das wollte ich jetzt gerade einfach nochmal hier mitnehmen, dass wir das uns einmal anhören, weil das kannte ich selber auch noch nicht. Ja, wusste ich gar nicht, ich bin jedes Mal immer losgerannt. was wollte ich sagen? Man sieht schon, dass hier Aloy sagt, ja, wie war das denn damals und so? Ne? Reizt sich das nicht auch? Und Val sagt so, nö, eigentlich nicht so richtig. Und ja, Aloy ist halt ein bisschen anders, ne? So, wir sehen hier auch wieder... Ist das ein Rotauge? Nee, ist nur ein Verwächter. Ist nur ein Wächter. Hier vorne sehen wir die ganzen Krieger von uns. Und hier sehen wir die unsere Leute, die wir hier... Ah, das ist der Lageralarm. Den müssen wir ausschalten. Es sind aber nur 4 Leute, wenn ich das richtig sehe. Ah, und noch ein Wächter.
Die Sache ist jetzt, ich bin mir unsicher, was ist, wenn ich hier jetzt hart am Rumkrakeelen bin. Ich will jetzt mal gucken, ob ich den einen... Ich will den gerne rufen. Ich will den rufen. Ich will das natürlich erstmal alles hier komplett still machen. Ich glaube, den können wir schon mal nehmen. Das juckt keinen. Ja, das juckt wirklich keinen. Jetzt gucken wir mal mit dem Kollegen. Deswegen immer noch hier Anspruch, natürlich das alles stealth zu machen. Wir befinden uns jetzt allerdings wirklich in der letzten Aufnahme. Also, das letzte Mal habe ich ja gesagt, letzte Aufnahme, dies, das. Aber jetzt mal befinden wir uns wirklich in der letzten Aufnahme, bevor wir dann mit dem neuen Game beginnen. Mit Forbidden West. Ich weiß nicht, wie lange wir heute machen. Ich habe eigentlich so 2 Stunden geplant. Das sind dann ungefähr sieben Folgen. Und mit dem anderen sind es, glaube ich, 3. Das heißt, 7 Folgen. Da dürften wir dann, glaube ich, auf den 21. schon lange getroffen sein. Das heißt, die nächsten Folgen werdet ihr noch sehen, wenn wir eigentlich schon mit dem anderen Let's Play auch angefangen haben. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das am sinnvollsten mache mit euch. Weil die Sache ist, die sehen sich alle gegenseitig. Das ist das Problem an der Sache. Machen es gerade erstmal so. Ich lock den gleich erstmal hierher. Dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Weil wenn ich den unten mache, sieht das der oben. Wenn ich den oben mache, dann ist jetzt die andere steht jetzt auch bei ihm da. Oh. Hallo? Ne, ich will gerne F drücken. Die ganze Zeit V. Ich drücke irgendwelche anderen Sachen. Oh, warum? Ja, die Sache ist auch, warum fängt es jetzt an zu regnen? Genau. Das war nämlich eigentlich die Frage. Warum fängt es gerade an zu regnen? Hat sich schon mal jemand die Leiche hier angesehen? Ich bin gar nicht hier. Der Kollege ist ein bisschen verwirrt, warum fängt das? Warum hört das jetzt schon wieder auf? Ja, du Kollege, du... Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass hier die Texturen plötzlich rausladen. Das ist spannend. Lege, ja, genau. Wer schießt da auf mich? Jetzt. Man sollte die Nora, für das heilige Land. Die Nora nie unterschätzen. Ja, ja, genau, genau. Ja, 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 genau. Ach, den können wir noch kurz einmal hier ausnehmen. Habe ich den anderen eigentlich ausgenommen? Ich glaube auch nicht, ne? Scheißegal. Egal. Ja, ein bisschen gucken, dass wir hier... Ich muss jetzt gerade ein bisschen darauf achten, dass der Kollege sich hier nicht selbstständig macht und irgendwas versucht noch zu aktivieren. Weil es halt eine schnelle Sache. Nachdem der jetzt die Leiche da gesehen hat, dachte ich mir jetzt, das wäre eine ganz gute Idee, dann vielleicht den mal zu killen. Die anderen waren leider alarmiert dadurch, dass der Kollege die Leiche gefunden hat. Ich wollte eigentlich früher schießen, aber... ja, ich... Hab da ein bisschen das verpennt. Lecker. Lecker Fleisch. So, hier ist schon was Gutes drin. Gucken wir mal. Ja, guck mal. Und dann machen wir den Alarm einmal kaputt. Ah, das. Oh, okay. Ja, einmal reinstechen und zack, bumm, weg ist es. Irgendwie Kultist, ne? Das sehen wir auch schon wieder so, dass es jetzt auch wieder hier der Kult ist, der hier. Von den Kollegen, die uns auch hier, ne? So viel zum Thema Sicherheit. Aufgesucht haben. Warte mal, haben wir hier einen... Ah, guck mal. Können wir eigentlich, wenn wir hier, ne, die dahin gelaufen, hier zu dem, können wir direkt mal hier die ganzen Gefäße mitnehmen. Und ein Ding haben wir hier nämlich auch schon gefunden. Guck mal, zack. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte mir gerade, was ist denn das da vorne? Was haben wir denn jetzt hier? Es hätte auch eine Modifikation sein können, aber ich war mir dann schon ziemlich sicher, dass in so einem Trümmerhaufen dann eher, so ein Gefäß dann drin ist. Ja. So, gucken wir mal. Metallblume direkt, also beides quasi direkt vor uns. Guck mal, Metallblume irgendwo da rechts. Jetzt müssen wir auch kurz mal kurz gucken. Ja, genau. Und ein paar verdorbene Wächter. Da müssen wir nämlich wieder ein bisschen gucken. Wahrscheinlich hier irgendwo vor uns wird wahrscheinlich... Alte Trümmer, da könnte das Ding drin sein. Ich sehe von hier leider noch nicht, aber es sieht lila aus. Ja, das ist es nämlich. Na gut. Wir könnten jetzt hier quasi an denen eigentlich vorbeischleichen und bräuchten die gar nicht machen. Ich mach's aber trotzdem mal. Ach, komm schon. Ja, das war nicht so gut. Thank you.
So, ich hatte jetzt nämlich eigentlich gerade die Hoffnung. Oh. Ja, jetzt habt ihr mal das hier verdorbene Dings hier gesehen. Na, dass man davon auch gut Schaden kriegt, wenn man da mal durchläuft. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich im richtigen Moment gedrückt habe, um ihm quasi irgendwas, ja, um ihn zu erstechen, sag ich mal. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, wir müssen ja erstmal wieder reinkommen, ne? Wir haben ja, gestern ist ja die letzte Aufnahme, das ist ja lange her. Deswegen müssen wir jetzt hier, also, wie viele Dinger wir auch haben, das muss ich auch nachher erstmal machen. Bevor wir jetzt dann nachher verkaufen, wenn wir nachher verkaufen gehen, dann werde ich erstmal die ganzen Sachen hier machen. Ich wollte eigentlich Modifikationen, wollte ich eigentlich machen. Da können wir nochmal ein paar Scherben mitnehmen. Hä, hey, warte mal, hey, wieso hat er den nicht mitgenommen? Ah, weil wir voll sind. Ja gut, das ist natürlich eine Sache. Die ist jetzt nicht ganz so gut. Jetzt überlege ich, was packen wir denn mal raus? Was packen wir denn mal raus? Irgendwas, was jetzt nicht so wichtig ist, was jetzt nicht viel kostet. So, ich sage, guck mal, 10 Stück. Zack, dann lieber so eine Linse mitnehmen. Die bringt nämlich zur Not, bringt die nämlich mehr. Oh. Das wollte ich auch nicht. So, der ist jetzt ein bisschen eingefroren. Kriegt dann so schon mal richtig Schaden. Und der Kollege da... Oh. Oh, guck mal, das reicht sogar nicht mal. Aua. Ja. Es reicht sogar nicht mal, dass ich den einfach nur an der seiner Schwachstelle treffe. Die Verdorbenen machen ein bisschen mehr, ne? Ihr wisst, dass wir den eigentlich... mit 250 Schaden killen, wenn wir oben das Ding abschießen. Der hier hat jetzt ein bisschen mehr bekommen. Der hat jetzt 330 bekommen. Damit ist er auch direkt down gewesen. Dadurch, dass er... Oh, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das, die alte Skulptur, das gibt nämlich richtig... Das gibt richtig Asche. Ich weiß, wir brauchen es nicht, aber das ist... Ja. Nicht fragen. Ich mach das hier schon. Ja, raus. Noch ein paar Schlüssel raus hier. Zack, guck mal. Bam. So, haben wir direkt nochmal so ein Ding bekommen. Ja, genau. Also einfrieren, jetzt habt ihr gerade mal hier so eine, von meiner Schleuder, meiner Profi-Schleuder, habt ihr jetzt hier gerade mal so ein Bömmchen gesehen, so eine Eisbombe, die auch, bevor wir auch quasi keine mehr haben, können wir gerade mal neue bauen. genau, die friert die Leute ein und das, sie sind dann langsamer unterwegs und wir machen auch mehr Schaden. Das ist später so ganz gut, wenn da die, es gibt nämlich auch hier, wie heißt sie denn hier mit den großen Dingern? Jetzt fällt mir tatsächlich... Ah, da ist er nämlich schon die Blume. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht mal ein. Von dem großen Viech hier. Wo ist es? Da, hier. Brüllrücken war es. Nämlich Feuerbrüllrücken und das hier ist der Eisbrüllrücken. Das ist immer ganz geil, wenn die dann zwischen den ganzen Leuten hin und her laufen und du die dann abschießt. Das, dann explodiert ja genau wie das Feuerding in dem, in der Brutstätte. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Eine Linse. Was haben wir hier noch? Draht. Ja, das ist scheißegal. So, jetzt können wir hier nämlich sehen. Zack, der ist nämlich direkt down. Danke. Ja. Na, ja, das war nicht gut. Ah, natürlich bewegst du dich genau in dem Moment. Ja, die jagen mich. Zack, so. Ja, 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 ja. Ich weiß, Upgrades brauchen wir nicht. Upgrades brauchen wir nicht. Zack, können wir auch schon keinen Draht mehr mitnehmen. Wir sind sehr voll. Haben wir schon fast die 200.000. Das ist natürlich auch ein Achievement, wenn man dann 200.000 Scherben oder sowas hat. Ne, das kann man sich dann auch schon mal, ne? So, das Gefäß nehmen wir noch mit. Und dann geht's Richtung des Lagers, des zweiten. Ja, genau. Also mit dem Brüllrücken, da wo ich nochmal dran sitze, mit dem Brüllrücken, da kannst du dann richtig ordentlich für Radau sorgen. Kannst dann die Easy dann da platt machen. Manchmal bringt das auch wirklich was, weil die dann noch langsamer sind. Vor allem, wenn du große, wenn du da große Viecher hast, die dir da sehr auf den Sack gehen. Da ist was. Das wird es wahrscheinlich auch sein, würde ich sagen, ja. Dann ist das immer ganz gut, wenn man da mal ein bisschen was einfriert. So, jetzt haben wir nämlich noch ein Gefäß. Haben wir das jetzt voll schon? Wir können mal kurz gucken. Sommereffekt? Ne, guck mal. Aber fast. Fast. Wir brauchen noch einen. Dann haben wir das Set einmal voll. Was wir damit machen können, das zeige ich euch später. Beziehungsweise das werden wir später noch sehen. Ne, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht eine neue Markierung setzen. Wo ist denn das letzte Gefäß, wenn dann? Da oben ist noch eine Metallblume. Das sind noch die Dinger. Jetzt gucke ich nämlich gerade. Wir haben nämlich kein Gefäß hier mehr. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo das dann liegen wird, das letzte Ding. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir erstmal weiter hier wieder zum... Dahin nämlich. Oh. Na.
zum Dorf Nummer 1, was da jetzt markiert ist. Lager Nummer 1, nicht Dorf Nummer 1. So, da oben sind nämlich wieder Verdorbene, die brauchen wir jetzt nicht. Die umlaufe ich jetzt gerne mal. Kommt hier auch öfter vor als in anderen Regionen, dass hier mal Verdorbene rumlaufen. Normalerweise hast du die Verdorbenen nämlich nur in den verdorbenen Zonen. Das kenne ich auch noch nicht. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erkundet. Lernstress ist wieder nur ein Notizbuch. Ihr wisst, Notizbücher machen wir nicht. Audiologs ja, sowas hier nicht. Ihr dürft gerne hinten bleiben. Bleibt mal ruhig da, macht mal hier keinen Stress. Ist alles gut. So, hier sind jetzt ganz schön viele Leute. Das sind ein paar mehr als beim Anando-Lager. Ich weiß nicht, wie ich immer Dorf sagen will. Aber es sind ein paar mehr als beim anderen Lager. So, ich würde mal gucken, ob wir den da oben als erstes uns nehmen können. Das Problem ist halt, ich sehe auch nicht so viel. Es ist wieder relativ dunkel jetzt hier. HDR lässt grüßen und Helligkeit von draußen lässt auch grüßen. Machen wir das mal so. Das Problem ist halt, wir müssen schauen, der arbeitet da. Das heißt, den juckt das überhaupt nicht, wenn ich jetzt den hier kille. Den juckt das nicht. So, mit den anderen müssen wir jetzt gucken. Die arbeiten da alle. Den da vorne können wir wahrscheinlich uns auch direkt holen. Wir müssen da ein bisschen gucken, dass die Arbeitenden, die sollten wir zuerst killen, bevor wir mit den anderen Kollegen da weitermachen. Weil die, die nämlich sehen können, die da rumlaufen. Erstmal hier oben. Können wir nämlich auch nochmal von hier oben gucken. Deswegen, also der hier oben wird das auf jeden Fall sehen, wenn ich den da hinten kille. Das heißt, wir müssen zuerst den da hinten, den hier vorne killen, bevor wir den da hinten killen. Und dann muss ich gleich nochmal gucken bei den anderen Kollegen, wie das da aussieht. Das gucken wir gleich mal. Das, was jetzt erstmal passiert ist, dass wir jetzt den Kollegen hier vorne mitnehmen. Kämpfen. Ach. Oder weglaufen. Ja, sehr gut. Warum hat er denn da jetzt gerade das Dings weggenommen? Und das war ja wohl durch den Kopf durch. Hallo? Das verstehe ich. Das ist jetzt wieder mal ein Scherz gewesen. Hallo? Schon wieder durch ihn durchgeschossen. Ist das schon? Ne, da hinten ist noch einer. Ja, das war wieder mal super. Das hat mal wieder super funktioniert. Da war nämlich erst stiller Schlag, dann habe ich nämlich Linksklick gedrückt. Und dann war es irgendwas anderes. Dann hat er da gerade irgendwas anderes dann ausgelegt gehabt. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Ah, nochmal Maschinen, die jetzt ja auch noch dazu kommen. Bin mich gerade schon gewundert. Ah. Ach Junge, das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Triff doch mal. Ach Junge, schon wieder durch und durch. Ihr seht das, ne? Also es. Es ist auch Skill-Issue, ja, aber nicht nur. Ah ja, das ist jetzt. Aber auf wen schießen die jetzt überhaupt noch? Erzittere vor der Macht. Ah, da! Ja, easy. Für die Urmutter. Du bist sicher froh, endlich. Kann ihn grüßen. Nora zu sein. Wow, ja. Ja, das ist richtig. Kann ich ihr da auch da nicht so mal aufhelfen. Zum Thema leichtes Gepäck. Ja, also das war semi, sag ich mal. Ich hatte dann natürlich auch gehofft, dass ich ihm jetzt dann auch nicht mit 5 Schlägen kille, sondern dass der Speer vielleicht so viel Schaden macht, dass ich den mit 2 Schlägen mal platt machen kann. Das sind so ein paar Sachen, die da jetzt zusammengekommen sind, die einfach wieder, mit denen ich nicht gerechnet habe. Aber wir sind natürlich auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Da kann das natürlich sein, dass wir natürlich damit nicht so viel Schaden machen. Dass die mehr aushalten, ist ja eh logisch. Aber ja, das war alles wieder nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Das ist alles einfach nur wieder
weil hier ein kleines Problem war, dass, ich glaube, wir waren hier, er hat das gesagt und dann war ich zu nah an der Kiste. Und dann hat er bei die Kiste, glaube ich, da genommen gehabt. Ah, das ist doch so unlucky, Mann. Das gibt's echt nicht. Ja, du darfst das Ding gerne kaputt machen auch. Oder ist das schon... Ah, nee, das ist schon... Na, logischerweise ist das Ding schon ausgelöst worden. Das macht Sinn. Ja, so, zack. Oh, Junge, 69 Scherben. Jawohl. Den nochmal weg da. Und den Kollegen hier nehmen wir auch nochmal. Das haben wir, glaube ich, alles, ne? Jo, liegt hier noch irgendwo was? Das haben wir schon. Da oben haben wir auch schon. Jo, ich glaube, das war's. Ja, souverän gelöst, würde ich mal sagen. Das kann nur ich. Das kann sonst keiner. Muss man einfach mal so sagen. Da ist bestimmt was drin, was wir nicht mitnehmen können. Genau, den haben wir schon einmal. Gut, den haben wir aber noch nicht. Ein Zünder. Guck mal, haben wir einen Zünder noch überhaupt geschossen. Pass auf, dann gehen wir erstmal ganz kurz das Lagerfeuer. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann geht's zum letzten. Zum letzten Lager. Und dann gucken wir mal, dass wir es da aber auf jeden Fall jetzt dann ruhig hinkriegen. Dass wir da jetzt nicht hier so ein Radau machen. Dann gehen wir mal links rum. Einmal links rum. Ah, hier kommen wir gar nicht durch. Hm, toll, super. Optimalst. Ah, in der Tankstelle. Ah, oh, warte mal, hier ist, glaube ich, auch was, ne? Ja, genau. Siehst du, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass hier, das Lok rumlag. Und das Ding hier in der Mitte. Das können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen, ne? Na, fast alles. Ja, das kann ein bisschen, lassen wir jetzt da liegen. Ist aber auch wieder kein Audio-Lok. Ist auch wieder ein Text-Lok. Da laufen wieder ein bisschen Verdorbene rum. Die laufen überall Verdorbene rum. Dann gehen wir mal hier entspannt durch die Straße. Richtung unser letzter Lager. Und am Fuße des höchsten Turms, meinte ja auch Sona. Ich denke mal, dass das hier ist. Noch ein Wächter. Scherben. Aber wir können, apropos Scherben, genau, wollte nämlich gerade sagen, können wir mal wieder ein paar Pfeile machen. Einfach mal wieder ein paar Pfeile machen, weil ich treffe halt so gut, dass ich auch nur ganz wenige davon brauche. Weniger als eigentlich gedacht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier wieder ein paar Leute markieren. Ach, Kaninchen. So bescheuert, dass ich... Und der Kollege hier. Ja. So, guck mal nochmal, sind wir ein bisschen näher dran. Jetzt haben wir hier ein bisschen geteiltere. Jetzt kann ich die hoffentlich ein bisschen besser markieren. Wieso kann ich den jetzt nicht markieren? So, die haben auch immer so am Rücken hier, die Leute. Wir können erstmal mit ihm hier gleich gucken. Den können wir, glaube ich, hier hoffentlich überlisten. Und diesmal auch wirklich. Der Avat hat unseren Stamm geschwächt. Wir werden ihm zeigen, was wahre Stärke ist. Ja, Avat. Mhm, tschüss. Down mit dem. Oh, das ist ein gutes Ding. Das könnte auch richtig Kohle geben. Dann müssen wir nochmal hier irgendwas rausschmeißen. Irgendwas von dem guten Zeug hier. So was nehme ich. Zack. Komm, rein damit. So, ein Kollegen, ich würde dann auch sagen, wir gehen tatsächlich oben rum. Wir gehen einmal hinten rum. Gucken mal, dass wir die von hier aus machen. Da ist nämlich der eine Kollege, der kommt jetzt nämlich hier oben hoch. Und dann gucken wir mal, dass wir dem vielleicht gleich mal einen Pfeil in den Kopf jagen. Es dürfte eigentlich, normalerweise dürfte er nicht gesehen werden. Ja, mach, geh du mal runter, genau, tschüss. So. Jetzt können wir von hier aus dann nochmal gucken. Den brauchen wir auch nicht mitnehmen. So, da unten läuft der eine rum. Wir müssen auf jeden Fall wieder mit Headshots arbeiten. Die Sache ist halt, wenn ich den einen kille da vorne, wir könnten halt den machen, der da vorne sitzt. Könnte dann den ganz vorne machen. Ich habe aber das Gefühl, dass irgendeiner von den anderen das bemerkt. Ich überlege, wie wir das machen können, ohne dass jetzt hier krass gleich der... ja, das sieht jemand. Den wird jemand sehen, wenn ich den da jetzt platt mache. Das ist ja semi... Das ist semi-semi. Das können wir aber machen. Ich
glaube, das war gar nicht mal so schlecht jetzt. So, wie machen wir das? Ihr beide hängt quasi zusammen. Also wenn ich einen von den beiden abschieße, wird der andere das auf jeden Fall bemerken. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr groß, würde ich jetzt mal sagen. Aber weißt du, was wir mal machen können? Dafür haben wir sie ja. Pass auf. Ah, jetzt bewegt er sich weg. Nein. Ah, ich wollte da mal so eine Feuerbombe hinschmeißen. Wir sehen ja auch, dass da hier das, nicht Zünder, sondern, wie heißt es denn? Jetzt bin ich wieder hier. Lohe. Genau, dass da die Lohe ist. Lohe ist es. Dass da die Lohe ist. Das heißt, wenn wir da was Feuriges hinmachen, dann dürfte das Ding auch auf jeden Fall explodieren. Problem ist dann, natürlich alle anderen werden dann kommen. Dann sind wir halt nicht mehr Stealth unterwegs. Deswegen probieren wir jetzt gerade mal. Ich guck mal, dass ich hier so ein bisschen... Das jetzt mal so. Das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt gucken wir mal. Den da oben lasse ich erstmal außen vor. Der Kollege will auch irgendwo hin. Where are you going? Zack. Weg mit dem. Sehr gut. Ja, und gut, den letzten Kollegen, den dürfen wir dann hoffentlich jetzt ganz entspannt wegnehmen können. Falls nicht, dann mache ich sofort aus. Gucken, ob ich hier irgendwo hoch kann, aber das stellt sich gar nicht mal so einfach, wie ich es dachte. Ich hoffe jetzt einfach, dass der letzte Kollege da einfach sitzen, einfach da stehen bleibt, wo er jetzt gerade ist. Davon gehe ich mal aus. Jetzt gucken wir mal, dass wir keinen Mucks machen. Ich weiß zwar nicht, wie er uns jetzt gesehen hat. Für das heilige Land, sehr gut. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht noch einer. Ja, okay, sehr gut. Absolut kein Platz dafür. Ich war mir nicht ganz sicher. So, das sieht aber sehr gut aus. So, und jetzt gehen wir jetzt zum Fuße des höchsten Turms. Da vorne hin und schauen mal. Haben wir hier noch irgendwo die Möglichkeit, was zu verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Wir werden jetzt hier vorne gehen. Ich will die ganze Zeit mit der rechten Maustaste mich bewegen. Wieder zu viel Fortnite gespielt. Wir gehen aber ganz kurz erstmal dahin. Ich würde die Metallblumen erstmal kurz nochmal einsammeln. Das ist ja quasi in dieselbe Richtung. Dann haben wir das nämlich weg. Dann nehmen wir das noch fix mit. Laufen wir nochmal ganz entspannt der Sonne entgegen. Können nochmal den höchsten Turm hier bewundern. Und schon gucken, dass wir hier keiner Maschine in den Weg laufen. Auch die alten Autos. Ich frage mich ja, warum quasi die Leute nicht interessiert, was das hier für Sachen sind. Also, dass hier die Autos rumstehen, dass das keinen so richtig interessiert. Ich kann mich auch täuschen. Das kann sein, dass sie das übel interessiert, aber bisher hat das so, habe ich davon noch nichts gehört, dass hier irgendjemand gesagt hat, so, boah, guck mal, was ist das denn? Was haben die damit bloß gemacht? Ja, also, die Autos stehen hier rum und keinen interessiert es eigentlich so richtig, was das damit auf sich hat. Ja. Hau mal ab. So. Oh, ja, das machen wir mal überhaupt nicht. Nee. Der normale hat mir ja schon ausgereicht. Den versuchen wir mal aber sowas von zu umgehen. Wo läuft denn der lang? Ja, das schaffen wir schon irgendwie, den zu umlaufen. Weil ihr wisst ja, ne? Also ich sag mal so, ein Verdorbener ist vielleicht nicht ganz so krass wie zwei normale. Aber kommt schon so in die Richtung. Einfach auf dem Grund dessen, dass der halt einfach unfassbar viel Schaden macht und halt unfassbar viel mehr aushält. Und das noch ein Verdorbener. Ah, da ist aber schon unsere Blume. Müssen wir uns mit dem gar nicht so krass abgeben. Du bist auch keine gewöhnliche Blume. Naja, das ist richtig. So, Kollege, hau mal ab da. Geh mal weiter. Der Kollege hier drüben macht auch seine Dienste. Bin ich hier hoch? Ich bin hier nicht hoch.